Hallo Pflanzenfreunde, Fortsetzung des Videos zur Schmuckherstellung. Im letzten Video habe ich die Hölzer vorbereitet. Heute werde ich sie aussägen und weiter bearbeiten. Hier habe ich drei verschiedene Hölzer miteinander verleimt. Außen heller und dunkler Eukalyptus, in der Mitte Myrtenholz.
Zwei Anhänger sind fertig gesägt und geschliffen und werden jetzt noch mit Wachs behandelt. Nun müssen noch die Löcher für die Ösen gebohrt werden. Zum Schluss werden die Ösen angebracht. Hier die ersten beiden fertigen Anhänger. Die weiteren Ergebnisse dann in einem nächsten Video.